Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich befinde mich gerade beim Jan. Er weiß nicht, was. Es wird hier abgekocht. Was machst du? Ich schmeiß dein Essen in den Müll. Wieso schmeißt du mein Essen weg? Weil du fett genug bist. Was soll das? Ich wollte das. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt sagen, ich bin fett. Er hat gesagt, es geht los. Auf! Ich bin fett. Ich wollte gerade dazu kommen, was wir heute drehen. Wir drehen nämlich Jan bestimmt 24 Stunden lang meinen bzw. unseren Alltag. Meistens ist es ja nur mein Alltag. Gisa freut sich schon wieder. Ja. Auf jeden Fall kam der letzte Teil ja mega gut bei euch. Du machst jetzt eine Insta-Story und fragst deine Abonnenten, ob du meine nächsten Rotweingläser bezahlen wirst. Muss ich das jetzt echt? Du musst es. Ja, wenn die meisten Ja sagen, kaufst du mir 4 Rotweingläser, weil ich brauche die. Ja, dann halt mal. Ich brauche die. Ja, halt mal gerade die Kamera. Ja, das lohnt sich für mich. Ich muss jetzt die Story machen. Du machst jetzt die Story. Und schön freundlich. Ja, okay. Hey Leute, Gisela hat mich gerade dazu verdonnert, euch zu fragen, Jalla. Ob ich Jans nächste Rotwein? Ich krieg dir in deinen Arsch. Es tut mir leid. Kauf sie mir, du Schlampe. Einfach hier ab. Okay, bist du jetzt zufrieden? Ja, das gibt mir Befriedigung. Weil das letzte Mal so gut bei euch angekommen ist und wir in Frankreich gelandet sind tatsächlich, dachten wir probieren einfach dieses Mal nochmal aus, wo wir jetzt landen werden. Weißt du, wo du landest? Du gehst jetzt runter in meinen Kellerraum und holst mir einen Aufzugskarton. Ein Aufzug? Heißt das nicht Umzug? Karton, ich brauche das für meine leeren Bierflaschen. Muss ich jetzt echt runter in den Keller gehen? Nach ganz unten geradeaus durch die weiße Tür durch einen Umzugskarton. Hier hinholen. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, welcher Keller dir ist. Der mit den Umzugskartons. Dann mache ich das mal. Ich brauche wirklich einen. Du machst das ohne Schuhe. Wieso ohne Schuhe? Okay, Kompromiss mit einem. Was soll das für ein Kompromiss sein? Mach sofort und ziehst du beide aus. Ja, ich kann dann auch beide ausziehen. Das macht doch gar keinen Unterschied. Wenn du möchtest. Ja, ich zieh einen aus. Ich erkläre dir kurz, wo es entlang geht. Eigentlich sollte Gisela unseren Alltag bestimmen und nicht nur meinen. Weißt du das? Juppi! Weißt du, was da noch für Geziefer rumläuft? Nein, was? Jetzt! Willst du es nicht wissen? Ich habe weiße Socken an. Deswegen mache ich das doch. Ja, ich gehe ja schon. Ich will den Umzugskarton. Ja. Einen. Alter, was ist das bitte für ein Keller? Hier riecht's wie in einer Tropfsteinhöhle. Nehmen wir mal den hier mit. Oh, ich bin durch den Spinnen. Ich kann nicht mehr. Ich, das ist mein Lieblingsformat. Alles okay? Jetzt, ich will die Gläser haben. Hast du schön gemacht, du alte Dirne. Sitz. Ja, ich sitze. Deine Frisur ist hässlich. Wieso ist meine Frisur hässlich? Du hast sie mir selber geschnitten. Du bist hässlich. Färb dir die Haare wie ein Aria. Ich färb mir jetzt nicht die Haare. Du färbst dir die Haare. Rot und blond. Hellblond, wasserstoffblond. Ich soll mir die hellblond färben lassen. Wasserstoff. Ey, das mache ich nicht. Ich hab gesagt, du machst das, du wirst es tun. Also nach Frankreich fahr... Wasserstoffblond. Aber auch so, dass es wieder rausgeht, ne? Nein, natürlich permanent. Das muss geblichen werden, bis hier von dem Braun nichts mehr übrig ist. Genauso meine ich das. Und am besten lässt du das am besten professionell machen, damit das auch wirklich hält. Und natürlich bezahlst du das selber. Also ich meine, das versteht sich ja von selbst. Ich finde das auch mal toll. Also nach Frankreich fahren war ja eine Sache, ne? Und dass du mir die Haare geschnitten hast auch, weil das wächst ja wieder nach, aber so eine Tönung, ja, aber die hält doch voll lang. Ja, und das sind auch deine Haare. Eine Tönung ist ja nur für ein paar Tage, aber ich meine eine Färbung, eine richtige Ausbleichung. Ich bin übrigens morgen beim Friseur. Kannst du eigentlich direkt mitkommen? Also meine werden nochmal rot nachgefärbt. Ich will, dass du den gleichen Farbton bekommst wie Katja Krasavice. Die ist doch blond. Ja eben, und du wirst ab morgen auch blond sein. Hellblond. Boah. Können wir nicht irgendwie nochmal nach Frankreich fahren oder so? Nein, das ist abgehakt. Dann nach Spanien. Vielleicht später noch. Sei mal ehrlich, welche Aufgabe macht dir gerade mehr Spaß, die oder die mit Frankreich? Die hier. Und wisst ihr was, bei Frankreich, das war ein illegaler Grenzübertritt. Das hier ist legal. Baguette. Also, soll ich das machen, werdet ihr dieses Video sehen, sollt ihr es nicht machen, werdet ihr es nicht machen. Du wirst das machen, selbst wenn es keine Sau sieht.
Sei froh, dass ich nicht gesagt habe, dass du dir deine Iris ausbleichen lässt. Meine Iris? Deine Iris. Nein, also was Augen und so angeht, ist echt zu viel. Du bist ja eh schon blind, von daher ist das egal. Ja, Habibi, ah. Bist du schwanger? Nein, aber du siehst aus wie schwanger. Du hast auch eine Milchbildung, deswegen wird's hier so fett. Doktorspieler! Illuminati Detector! Ja, es ist also jetzt um die Uhrzeit schwierig zu färben, aber der nächste... Und danach musst du dir ein Ohr abschneiden. Und nein, ich schneide mir kein du Ohr ab. Du schneidest dir das ab und du isst es, ich filme es. Sei keine Muschel, du hast schließlich zwei Ohren. Ich mag es, dich zu quälen. Überweis für 85 Euro für den Handwerker morgen früh. Nein! Jetzt! Sofort! Warum soll ich jetzt deinen Handwerker bezahlen? Das muss montiert werden. Welcher Potsau ist so häufig dagegen gelaufen? Du wirst es reparieren. Ich bin da... Die Garderobe kommt dran, die Spiegel, mein Weinregal und du hast ja auch schon die Gläser gekauft. Ich soll dir jetzt 85 Euro überweisen. Von mir aus doch morgen. Hast du wenigstens das Licht im Keller ausgemacht? Ja. Sicher? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich nochmal runtergehen Nein, und nachsehen. Nein, das mach ich nicht. Du gehst runter. Nein, ich gucke jetzt nicht nochmal unten. Du gehst gucken, ob das Licht aus ist. So, guck, ich hab's dir überwiesen. Hast du deinen Handwerker auch bezahlt? Ja. Danach kannst du da oben filmen, wird auch die Lampe richtig befestigt sein. Zudem hängt dann das Weinregal, wo dann die neuen Weingläser reinkommen und die Garderobe im Flur und die beiden Spiegel. Ja, das sieht echt kritisch aus mit der Lampe, ne? Das war selbstverständlich. Und jetzt checkt das Licht unten. Unten in der Dunkelheit, wo übrigens Ratten leben. Schneller, sonst hole ich die Peitsche. Ich muss schnell runtergehen. Aus. Ein paar Osen später. Und das alles nur wegen YouTube. Jetzt verabschiede ich mich von meinen braunen Haaren. Das war's jetzt, Leute. Bist du jetzt zufrieden? Ja, Mensch. Bin ich mal gespannt, was als nächstes für eine Aufgabe kommt. Ich auch. Also viel heftiger kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Ich meine, die Grenzen sind ja bis Russland jetzt auch alle offen. Das Auswärtige Amt sieht das anders. Dreh dich! Kannst du damit nicht aufhören? Ganz viel Spaß. Also ich habe mich mal so gefragt, was ist eigentlich, wenn mir das so gar nicht steht? Deine Haare? Ja. Das wird dir stehen, safe. Nicht? Ja, natürlich. Da muss ich mir die abrasieren. Ja, und das ist ja nicht mein Kopf. Ja. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich mir dieses Format ausgedacht habe. Wir machen das häufiger ab jetzt übrigens. Nee. Weißt du, das erste Mal sind wir in Frankreich gelandet. Ich habe jetzt schöne Aussicht. Jetzt habe ich gleich blonde Haare. Was kommt als nächstes? Oh, ich finde es ganz gut. Also es ist obendrauf noch ein bisschen gelblich, aber es wird ja gleich noch gefärbt. Und wie fühlst du dich mit der neuen Haarfarbe? Ich habe es ja noch nicht gesehen, ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Ich sehe aus wie Eminem. Alter, wie sehe ich? Ja. Na. Alter. Ja, aber es bleibt ja nicht so. Das muss nochmal blondiert werden. Der Premierenabend. Also wir kommen jetzt gerade vom Friseurtermin zurück. Ich hab's gemacht. Tim hat es tatsächlich durchgezogen. Ich hab's einfach gemacht. Meine Haare wurden ja einfach nur nochmal geschnitten und nachgefärbt ins Rote. Der liebe Tim sieht jetzt so aus. Hallo. Sagt mal bitte, wie ihr das findet. Seid mal wirklich ehrlich. Wie findet ihr das? Und Sebastian, sei mal dieses Mal ehrlich und hau nicht wieder irgendwas Gemeines raus, wenn du das beurteilst. Der hatte doch selber mal so einen Haarton, glaube ich. Ja, ist so. Also mir gefällt die neue Frisur von Tim mega gut. Ich bin dafür, dass er sie beibehält. Ja, danke an Gisela. Nicht zu danken. Die immer die besten Ideen hat. Nein! Und wir hoffen, dass euch das ganze Video gefallen hat. Es war ja das zweite Mal, dass wir dieses Format gemacht haben. Ich persönlich liebe dieses Format. Ja, das merke ich. Das glaube ich dir auch. Ja. Ich musste zu dir in den Keller rennen mit einem Schuh. Das haben die Leute gesehen. Warum sagst du das nochmal? Ja, weil das so eklig war. Da war es voll dreckig und es hat voll gestunken. Das ist halt ein Keller. Und ich habe da auch schon mal eine Ratte gesehen. Ja, gerade in Köln. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch was essen, Freunde. Ab ins Gaffel, schön einsaufen. Genau, bis gleich. Haut rein, ihr Wichserchen. You said I was the only one. No one likes being like you.
You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.